So, heute in der sechsten Vorlesung geht es um die intertemporale Dimension und die intertemporalen Aspekte der Makroökonomik. Es geht um Zeit, es geht um den Zins und es geht darum, wie diese beiden Faktoren unsere Ressourcen beschränken in unserem Leben oder in unserer Lebenszeit oder für eine Volkswirtschaft, die länger lebt als wir alle im Einzelnen. Man sieht die Relevanz dieser intertemporalen Budgetrestriktion immer wieder. Wir haben es in Griechenland gesehen, wir haben es in der Diskussion um die deutschen Überschüsse innerhalb der Eurozone, wir haben es vor ein paar Jahrzehnten in der Diskussion um die Vereinigten Staaten, ihre Fiskalpolitik. Wir sehen das in der Diskussion innerhalb von Familien. Sollen wir eine Wohnung in Berlin kaufen? Sollen wir es nicht? Wie kann ich das bezahlen? Werde ich das jemals bezahlen können? All diese Themen betreffen auch die Konsumenten. Nächste Woche werden wir die Planung eines Haushalts und zum ersten Mal über die Nachfrage der Wirtschaft diskutieren. Bislang haben wir über die Angebotsseite diskutiert. Es gibt natürlich beide Seiten. Und daher ist diese Vorlesung eigentlich ziemlich zentral, auch wenn Sie weitermachen in der Makroökonomik mit etwas raffinierteren Modellierungen, müssen Sie diese intertemporale Budgetrestriktion und diese entsprechende Dimension der Makroökonomik verstehen. Wir werden zunächst einmal die Zusammenfassung wie üblich der letzten zwei Vorlesungen. Ich halte die Arbeitsmarktvorlesung auch für sehr wichtig als Grundlage, die zwar aus der Mikroökonomik herstammen, trotzdem die Grundlage für die angebotsseitige Betrachtung des Potenzials einer Volkswirtschaft. Aber heute geht es um eigentlich etwas Klinisches. Es geht um die Zeit, wie man zukünftige Ressourcen bewertet. Wir werden viel mit ganz einfachen Formeln herumlaufen und rumspielen, aber es ist immer wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, wie ausdehnbar das ist. Und ich werde dies auch als Anlass benutzen, um Ihnen was von Modellen zu erklären. Also das ist ein ganz wichtiges Handwerkzeug von uns, wie man mit Modellen umgeht, was man darunter verstehen sollte, warum wir das machen. Ich meine, wir haben das große Privileg, mit einem Fach zu tun, das mit Menschen zu tun, aber gleichzeitig analytisch und ganz wesentlich ist. Die Wirtschaftspolitik befasst sich jeden Tag mit solchen Fragen. Es hängen Existenzen von Menschen davon ab. Daher die Diskussion um ein wichtiges deduktives Handwerkzeug von uns, das Modell, das wirtschaftliche Modell. Ich werde versuchen, mal wirtschaftshistorisch, wissenschaftshistorisch das mal ein bisschen zu erläutern. Dann werde ich mal ganz schnell durch verschiedene intertemporale Budgetrestriktionen durchgehen. Das sind alle zweiperiodische Betrachtungen. Und das ist genau der Punkt. Man kann in zwei Perioden ziemlich viel abbilden. Man muss nicht quasi der Tatsache Rechnung tragen, dass wir mehrere Jahre leben und die Welt sehr, sehr kompliziert in 30 Jahren werden kann. Wir können das wirklich mit einer Abstraktion von zwei Perioden, heute und morgen, sehr, sehr viel verstehen. Und damit bewappnet kann man tatsächlich kompliziertere, praktischere Dinge angehen. Da geht es um die Anwendungen zum Schluss. Und ich werde auch mal wahrscheinlich in die nächste Vorlesung dieses Thema rübertragen, wenn es um den Konsum von der Nachfrageseite der Volkswirtschaft sich handelt. Ja, letztes Mal hatten wir den Arbeitsmarkt. Wir haben die Beschränkungen des Marshallschen Paradigmas angesprochen. Ich habe zu erinnern eigentlich, dass es um ein ganz breites Fach geht. Arbeitsmarktökonomik ist wie Umweltökonomik oder Finanzwissenschaft. Man kann tatsächlich ein ganzes Leben lang darüber forschen und interessante Erkenntnisse zutage fördern. Es gibt sehr, sehr interessante Institute hier in Berlin, die sich damit beschäftigen. Und die Entwicklung der deutschen Arbeitsmarktlage in den letzten 10 Jahren ist eigentlich schon Zeugnis dafür, dass man hierzulande sich ernsthaft mit diesem Fach beschäftigt hat, weil vor 20 Jahren die Lage ganz anders hierzulande ausgesehen hat. Wir haben gesehen, dass das Angebot und die Nachfrage in einer Marshallschen
Betrachtungsweise zusammenkommen. Man darf nicht vergessen, die Haushalte sind für das Angebot der Arbeitskräfte zuständig und haben eine ganz andere Interessenslage als die Firmen, die die Arbeitsstunden, die Arbeitskräfte, die wiederum aus Personen und Stunden je Person bestehen. Also es geht um das Gesamtvolumen der Stunden und wie viel Arbeitsstunden arbeitet ein Mensch, beeinflusst natürlich, wie viel Leistung für die Firma zur Verfügung steht. Und daher kann man tatsächlich das relativ schnell aufdröseln in verschiedenen Betrachtungsweisen. Ich werde gleich mal darauf eingehen. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, den Arbeitsmarkt zu beleuchten. Es gibt nicht eine, die hinreichend alle Aspekte darstellt. Deshalb immer Vorsicht, nicht ideologisch werden, immer ein bisschen kühl und rational an die Frage gehen. Es gibt immer eine gewisse freiwillige Dimension der Arbeitslosigkeit. Es gibt eine eindeutig nicht freiwillige Dimension der Arbeitslosigkeit. Und es gibt auch einen Reibungsverlust am Arbeit, also bei den Physikern spricht man von Reibungsverlust, aber man kann es auch im Arbeitsmarkt sehen. Es gibt einfach nicht vollständige Arbeitsmärkte, vollständige Informationen. Es gibt Vakanzen in Deutschland, es gibt auch Leute, die suchen und die kommen nicht zusammen, vielleicht einfach, weil sie sich voneinander nicht wissen, vielleicht auch, weil die Ausbildung, die gefragt wird, nicht vorhanden ist und so weiter. Das sind alle interessante Dinge, die allein die Existenz von Arbeitslosigkeit erklären kann. Letztendlich als Makroökonomen interessieren wir uns für die Informationskraft oder den Informationsinhalt oder Gehalt von dieser Quote. Die ist nicht ganz hundertprozentig ohne Geräusche und Probleme. Aber auf jeden Fall haben wir die Vorstellung, dass es eine langfristige Entwicklung gibt. Und um diese langfristige Entwicklung gibt es Schwankungen, die verbinden wir mit der Konjunktur. Und diese sind trotzdem mit Schwankungen des Outputs zu verbinden. Das werden wir werden später darauf zurückkommen und sehen, wie relevant das ist, auch bei der Auswertung der Konjunkturlage. Nicht? Arbeitslosigkeit relativ zu einem Trend, zu einem langfristig relativ langsam sich bewegenden Bestand an Arbeitslosigkeit. Werden viele Begriffe angefasst. Wir haben von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit gesprochen, letztes Mal als Einschränkung des Marshallschen Angebot-Nachfrage-Analyse, die durchaus hilfreich ist. Das hatten wir vor 2 Wochen ziemlich lange besprochen. Wir haben von institutionellen Einflüssen wie Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, die zusammen die Lohnfindung bestimmen wollen. Manchmal kriegen sie es auch hin. Manchmal gibt es andere Gründe, zum Beispiel Mindestlohngesetz oder vielleicht gibt es andere Dinge wie das Niveau an Sozialunterstützung, die quasi eine Untergrenze an Lohn setzen. Das sind alle institutionelle Faktoren, die man nicht ignorieren kann. Vergleichen Sie mal Dänemark mit Deutschland. Sie sind Nachbarn, die haben völlig unterschiedliche Institutionen und demzufolge auch unterschiedliche Arbeitsmarktverfassungen. Dann gingen wir zur fraktionellen Arbeitslosigkeit. Ich werde gleich nochmals das schöne Bild zeigen. Und das heißt, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass es Zustandswechsel gibt, jeden Tag werden Leute eingestellt, arbeitslos. Diese Zustände weisen darauf hin, dass es nicht um Bestände an Arbeit und angebotenem Arbeitspotenzial geht oder nachgefragte Arbeitskräften, sondern es geht wirklich um Flüsse gleichzeitig. Und diese Flüsse sind gewaltig und trotzdem ist das Niveau relativ stabil. Das ist irgendwie auch so ein kleines Wunder, wenn man sich irgendwie mal vor Augen führt, was es für Menschenmassen, die diesen Zustand jede Woche ändern. Also wir haben letztes Mal diese schöne Tabelle gezeigt, wo die kumulierten Monatsflüsse über das Jahr hinweg ein Vielfaches darstellen der Niveaus an Arbeitslosigkeit im Schnitt am Arbeitsmarkt. Und gerade jetzt in Zeiten des Strukturwandels wird das noch intensiver sein. Also Heterogenität der Menschheit ist nicht nur interessant aus persönlichen, privaten Gründen, sondern auch, weil es viele Vorgänge am Arbeitsmarkt erklären kann. Und zum Schluss gibt es das gleichgewichtige Niveau an Arbeitslosen.
die wir mit einer Quote versehen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, was eine Arbeitslosenquote ist und was im Nenner steht. Nicht? Also es geht nicht um die Anzahl der erwerbsfähigen Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind, sondern es geht um die Leute, die entweder beschäftigt sind nach ILO-Konzept oder suchen aktiv. Nicht? Das ist, muss ich immer wiederholen, das ist eine ganz leichte Beute bei der Klausur, weil das auch zum Verständnis im Grundstudium bzw. im Bachelor geht. Also hier Blickwinkel Nummer 1, Freiwilligkeit, Marshall. Nicht? Hier wird der Arbeitsmarkt geräumt. Alles, was nicht angeboten an Arbeit, ist nicht gewollt. Man will das nicht zu dem Lohn. Und daher kann man, obwohl es Arbeitslosigkeit ist, ist es nicht die Arbeitslosigkeit, die wir aus der International Labour Organization oder International Labour Office in Geneva kennen, sondern es ist wirklich eine dem Markt vorenthaltenen. Und das gibt es auch, zweifelsohne. Auch die Entscheidung, einfach mal sich weiterzubilden, anstatt direkt auf dem Arbeitsmarkt tätig zu sein, ist eine ähnliche Entscheidung. Dann haben wir gesehen, sobald man zulässt, dass diese Markträumungen nicht stattfinden, haben wir die Möglichkeit, eine erste Möglichkeit, eine unfreiwillige. Kommen Sie bitte rein. eine unfreiwillige Arbeitslosigkeit zu erklären, bei der Idee von Keynes, dass man tatsächlich einen Lohn hat, den man ja toll findet, man würde gerne mal zu dem Lohn arbeiten, kriegt keinen Arbeitsplatz. Das kann eigentlich nicht für jeden stimmen. Also wir würden alle wie Bill Gates zum ganz tollen Lohn arbeiten und wenn wir das nicht haben, dann naja, pfeifen wir darauf. Das meine ich nicht. Ich meine vergleichbare Ausbildung, vergleichbare Berufserfahrung und sonstigen Fähigkeiten. Gibt es vergleichbare Menschen, die nicht gleich von dem Arbeitsmarkt gleichermaßen versorgt sind? Das war die Idee von Keynes in den 30er Jahren. Ist nicht nur von Keynes, aber auch. Und daher kann man von einer kürzeren Seite sprechen. Also das ist die bindende Nachfrage und alles, was darüber hinaus ist, sind unbefriedigte Menschen, die gerne mal ihre Arbeitskräfte zu dem Lohn anbieten würden und nicht zum Zuge kommen. Also diese kollektive Lohnangebotskurve ist nichts anderes als das Zusammenwirken von Gewerkschaften mit Arbeitgeberverbänden oder vielleicht eine Monopolgewerkschaft oder auch, es könnte auch ein Zusammenspiel von anderen Institutionen sein, wie letzte Woche schon erläutert. Dann haben wir die dritte Idee, dass durch diese Flüsse, diese Zu- und Abgänge auch ein, selbst bei ganz heftigen Flüssen, ein Ruhestand oder ein Steady State zustande kommen kann, wo diese Arbeitslosenquote nichts anderes als das Verhältnis von zwei verschiedenen Zugangs- und Abgangsraten ist. Also diese Formel unten rechts ist ganz wichtig. Also es in dieser vereinfachten Betrachtungsweise mit zwei Zuständen ist die Ruhelage bei dem Arbeitslosenbestand bzw. bei der Arbeitslosenquote nichts anderes als das Verhältnis von der Zugangsrate S bezogen auf die Beschäftigten durch die Summe der Zugang- und Abgangsquoten, wobei die Abgangsquote auf die Arbeitslosen im Bestand bezogen ist. Das kann man leicht ableiten durch eine Differenzengleichung erster Ordnung. Ja, dann hatten wir zum Schluss diese Schlussfolgerung für die Makroökonomik. Wir kommen in 2-3 Wochen wieder darauf zurück, auch zum Ende des Semesters, wenn wir die Phillips-Kurve diskutieren, sozusagen in längerer Hinsicht, also die gegenwärtige Lage zum Beispiel schwankt um eine Quote herum, die wirklich nachhaltig mit den Bestimmungsfaktoren in einer Volkswirtschaft konsistent sind. Denn das sind eben die wichtigsten Dinge für uns in diesem Moment. Später werden wir ein bisschen mehr verstehen, weshalb diese Schwankungen zustande kommen. Hier geht es um die Trendentwicklung der Arbeitslosigkeit. Und wie gesagt, in Deutschland gab es manchmal drauf drunter und drüber und wir haben jetzt eine gute Situation. Die Trendarbeitslosenquote ist immer noch auf einer Trajektorie, die sehr, sehr außergewöhnlich für Europa aussieht. Und es ist nicht nur, weil Deutschland Glück im Exportmarkt hat, sondern weil Deutschland vor 10 Jahren einige sehr, sehr wichtige Entscheidungen getroffen hat, die teilweise schmerzhaft waren, aber
irgendwie mal doch Früchte getragen hat. Ich werde später in dem Semester darauf etwas näher eingehen. Aber Sie sollen ja das immer im Bilde haben. Es geht um dieses Zusammenspiel zwischen Arbeitsangebot und Nachfrage auf der einen Seite, das Ergebnis am Arbeitsmarkt, diese nachhaltige Menge an Arbeitskräften geht in die Produktionsfunktion ein und ermöglicht unser Bruttoinlandsprodukt bei gegebenem Kapitalstock. Insofern, wir versuchen jetzt, diese Puzzlesteine zusammenzufügen, damit wir zum Schluss ein sogenanntes allgemeines Gleichgewicht ableiten können. Das haben wir noch nicht, werden wir längst nicht haben. Wir haben noch nicht mal das Geld angesprochen. Und heute gehen wir auf die Zeit ein, weil diese Betrachtungsweise immer statisch ist, nicht? Und wir wissen, dass was wirklich die Wirtschaft ein bisschen zum Singen bringt, ist diese intertemporale Betrachtung. Warum sparen Menschen? Warum entsparen Menschen? Warum gibt man Geld dieses Jahr für ein Auto aus und nicht nächstes Jahr? Oder warum kauft man sich einen Rechner? Das sind Entscheidungen, Konsumentscheidungen, die teilweise aufgeschoben werden können. Sie müssen essen heute, aber Sie müssen nicht unbedingt den Rechner kaufen. Sie können vielleicht ein Jahr warten. Nicht? Sie können etwas mehr Ressourcen ansammeln und vielleicht auch nicht. Deshalb ist der Zins und die Zeit, das sind die zwei wesentlichen Dimensionen der Makroökonomik für heute. Wir reden über die Zeit. Die Zeit geht nur in eine Richtung. Also was in der Vergangenheit war, kann nicht mehr richtig geändert werden. Und die schlechten Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, und die guten Entscheidungen, die sind da und wir müssen damit leben. Es geht um die Planung der Zukunft und auf die Zukunft kommt es ja an. Also was kann ich heute machen und was muss ich demzufolge morgen machen, wenn ich sozusagen die Entscheidungen treffen, die ich treffen will. Und es geht um viele Entscheidungen. Es geht um Sparentscheidungen. Wie gesagt, Sie sparen für Ihre Zukunft. Vielleicht wollen Sie eben gerade jetzt nicht sparen. Das ist auch okay. Es ist nichts Sündhaftes dabei, wenn es irgendwie tatsächlich nachhaltig und tragbar ist. Es geht um Investitionsentscheidungen von Firmen, die Arbeitsplätze schaffen. Denken Sie an Zalando jetzt. Ich habe gerade gelesen, dass Zalando so ein Riesending in Friedrichshain baut. Das hat natürlich Kosten für Friedrichshain. Es wird nicht so schön sein, wahrscheinlich die Leute, die da wohnen, aber es wird viele Arbeitsplätze schaffen. Und dafür werden Ressourcen jetzt aufgewendet, um Arbeitsplätze für morgen zu schaffen. Wir haben auch die Möglichkeit, Ressourcen von der Zukunft in die Gegenwart zu bringen, sogenannte Kreditgeschäfte, Kreditverträge. Die gehen immer darum, dass es einen Preis für dieses Geschäft oder diese Geschäfte ausgehandelt werden müssen. Und wir sehen auch, dass Menschen auch bei Lohnverhandlungen auch diese Überlegungen mittragen. Es geht auch zum Teil über Dinge, die wir erst später verstehen werden, zum Beispiel die Inflation. Die Inflation ist auch sozusagen eine Entwicklung des Wertes von Geld, das wir verwenden. Wir beziehen keinen Nutzen von dem Geld ab, sondern Nutzen von den Ressourcen, die wir mit dem Geld in einer Periode oder in 10 Perioden oder 20 Jahren bekommen können. Und daher ist der Zins eigentlich unausweichlich mit der Inflationsrate verbunden. In dieser Betrachtung heute werden wir von realen Zinssätzen sprechen. Wir werden einfach mal von Inflation absehen. Wir werden das machen, weil die Inflation im Moment uns gar nicht interessiert in dieser Vorlesung. Aber wir können gleich die Inflation wieder einbauen und vielleicht in ein paar Jahren müssen wir das tun. Daher ein ganz spannendes Thema. Also die Zukunft, es geht hier daher um Erwartungen. Alles, was in der nächsten Stunde kommt, geht es um Erwartungen. Wir müssen über Dinge nachdenken, die gar nicht zustande gekommen sind. Und daher können wir es nicht ignorieren. Wir können auch ignorieren, dass wir große Fehler machen können. Also wenn Sie eine Wohnung kaufen und doch keinen Arbeitsplatz bekommen in den nächsten Jahren, der dieses ermöglicht, dann haben Sie einen Fehler gemacht und dann werden Sie wahrscheinlich die Wohnung aufgeben müssen. Und vielleicht sind Leute vorsichtiger und machen das nicht, aber vielleicht haben Sie sehr gute Erwartungen. Sie sind ja haben gute Hoffnung, dass Sie hier Absolventen
der Humboldt-Universität werden und ich kann Ihnen zeigen, Leute, die von uns weggehen, haben im Schnitt ein besseres Einkommen als Leute, die nach einem Jahr ausgeschieden sind. Das ist interessant, ohne Wertung. Ich sage es einfach. Insofern, egal was Sie machen, müssen Sie Erwartungen über die morgigen Entwicklungen bilden. Und das ist eine mathematische Frage, weil man kann natürlich auch Erwartungswerte ansetzen, aber vielleicht sind die Menschen nicht so clever, vielleicht sind sie einfach ein bisschen, also nicht mal doof, sondern einfach desinteressiert, vielleicht haben sie andere Interessen und denken nicht darüber nach. Aber das nicht darüber nachdenken hat Kosten, die irgendwann mal, irgendwie wird es einfallen, Mensch, ich hätte es besser machen können, boah, bin ich doof, ja. Vielleicht hätte ich mal ein bisschen näher zugehört, ein bisschen genauer zugehört in der Vorlesung. Nicht? Also möglich. Insofern sind wir Volkswirte, weil wir eine positive Theorie entwickeln wollen, weil wir natürlich irgendwie darüber nachdenken, was machen die Menschen in der Tat, aber dann können wir gleich eine Empfehlung mitgeben, wenn sie das Beste daraus machen wollen, dann können sie es vielleicht so machen, eine normative Zugabe auch noch. Insofern vergessen Sie nicht, wir sind Ökonomen, wir denken, wir können gute Entscheidungen treffen, aber vielleicht gehen wir ein bisschen daran vorbei, wie die Menschen tatsächlich denken. Aber zunächst einmal müssen wir eine Entscheidung treffen, müssen eine strategische Entscheidung treffen, wie wir das machen wollen. Und das ist immer die Frage. Die Weisheit der Mengen, nicht die Wisdom of Crowds. Es ist erstaunlich, wie gut im Internet man Dinge herausfischen kann. Auch die Wahrscheinlichkeit von terroristischen Anschlägen. Nicht? Das ist, weil ich meine, jeder Mensch weiß etwas, aber wenn man das aggregiert über Internet oder über irgendwelche anderen Algorithmen, kann man tatsächlich eine Menge lernen. Und es gibt tatsächlich in der letzten Zeit sehr, sehr viel interessante Forschung darüber. Und es geht auch um die Finanzmärkte und die zukünftige Entwicklung der Konjunktur. Nowcasting und sowas, also einfach mal im Internet rumkratzen und Informationen über die einzelnen Erfahrungen und Weisheiten der Teilnehmer im Internet zu wissen. Das sind alle Dinge, die hätte vor 20 Jahren gar nicht besprochen werden können. Auf jeden Fall sind wir gefordert, alternative Hypothesen auszustellen und als Wissenschaftler damit umzugehen. Na, ich werde einfach mal eine ganze Liste von möglichen Erwartungshypothesen aufschreiben. Wie denken wir über die Zukunft? Nicht? Es gibt unendlich viele Varianten. Aber jede Variante ist entscheidend wichtig für unsere Schlussfolgerungen aus der Theorie. Wie entscheidet ein Mensch, die Konsumplanung zu gestalten, die Investitionspläne von Firmen und so weiter. Also man kann tatsächlich einfach davon ausgehen, dass Menschen blöde sind oder so ein bisschen beratungsresistent. Und die kennen wir auch. Ich glaube, die Zukunft sieht so aus, egal was kommt an Informationen, bin ich fest überzeugt, vielleicht bin ich einfach, habe ich kein Interesse zu investieren in eine bessere Prognose. Wir reden von statischen Erwartungen. Das war die Makroökonomik der 60er Jahre, war sehr, sehr damit behaftet und hat natürlich dementsprechend große Fehler begangen bei den Politikempfehlungen von damals. Man kann vielleicht es ein bisschen verbessern. Also diese Symbolik soll nicht abschrecken. Also Subskript davor steht zum Zeitpunkt T. Superskript E heißt Erwartung, erwartete Wert. Und X ist die Variable von Interesse. T plus 1 heißt einfach, in welche Periode trifft die Wahrheit die Realisierung ein. Nicht? Zweite Variante ist einfach, ich habe irgendwas in der Vergangenheit geglaubt oder erwartet und dann sehe ich tatsächlich, was passieren heute und ich passe meine Erwartung entsprechend an. Die sogenannte adaptive Hypothese, adaptive Erwartungshypothese kann auch rational sein, es kann auch eine Art basischen Lernprozess abbilden. Adaptive Erwartung heißt, im Prinzip sind wir immer ein bisschen hinter der Kurve. Die Inflation steigt morgen an, unsere Inflationserwartungen steigen ein bisschen an, je nachdem, wie groß Alpha ist. Aber irgendwie kommen wir ganz langsam nach.
Wir werden immer hinter der Kurve sein. Und wie gesagt, also wenn man Bayes ernst nimmt, könnte es durchaus sein, dass es auch rational ist. Nicht? Also dass die Anwendung von dem Bayesian Theorem ist sehr, sehr mächtig und wird heutzutage in der digitalen Wirtschaft häufiger denn je angewendet. Man kann natürlich ein Stück weiter gehen und sagen, okay, die Menschen haben alle Makro 1 besucht, die müssten eigentlich wissen, worum es geht. Deshalb, wenn Makro 1 mir überhaupt was Nützliches gibt, dann müsste man eigentlich das auch in die Erwartungen einbauen. Gleichwohl kann man nicht wissen, was tatsächlich morgen passiert. Es gibt Dinge in der Makro, die man nicht wissen kann. Ob die Ölpreise noch einmal um 10% fallen morgen, kann kein Mensch sagen. Und wenn er das richtig sagt, dann wird es wahrscheinlich übermorgen falsch sagen. Okay, das heißt, gegeben die besten Prognosen der exogenen Variablen, kann man tatsächlich ein Modell anschmeißen und eine Erwartung bilden. Und das ist die Erwartungshypothese, die die Makroökonomie im Moment am häufigsten verwendet, weil das eine Art Disziplin ist. Wir dürften uns nicht verleiten in einen Gedanken, dass wir mehr wissen als die Menschen selber. Dass die Menschen nicht so schlau sind wie wir. Also diese rationale Erwartungshypothese ist ein Produkt der 70er Jahre und durchzieht die ganze Analyse, ob neukeynesianisch, ob neoklassisch oder sonst was, ist ganz, ganz zentral. Das ist eine Art Selbstbindung an unserem eigenen Fach. Hallo. Guten Morgen. Er merkt es nicht, dass er stört. Ja, und wie betrachtet man dieses Epsilon? Epsilon ist eine Störgröße oder ein Erwartungsfehler, der auch bestimmte Eigenschaften hat. Dieser Erwartungsfehler hat bestimmte Eigenschaften. Zunächst einmal als Hypothese mit Erwartungswert 0. Unsere Fehler sind nicht sehr autokorreliert und es gibt keine Information, die man zu dem Zeitpunkt T anwenden kann, die unsere Hypothesenqualität verbessert. Das ist ganz zentral. Man kann natürlich noch ein Stück weiter gehen und sagen, die Leute sind einfach super rational. Die wissen, was passiert in der Zukunft. Das werden wir heute machen, um einfach mal die Analyse etwas zu vereinfachen, damit sie wissen, worum es geht. Aber wir würden es niemals tatsächlich verwenden in der Praxis. Aber es geht darum, wie die Zukunft die Gegenwart und die Entscheidungsgrundlage der Gegenwart beeinflusst. Also diese vier verschiedenen Erwartungshypothesen sind die gängigsten, die heutzutage verwendet werden. Die haben alle Tücken und Vorteile. Und gerade wie gesagt, heute werden wir die vollkommene Voraussicht anwenden, um einfach zu zeigen, wie selbst wenn die Zukunft nicht ganz sicher ist, kann man tatsächlich eine kräftige Aussage treffen. Und in späteren Makrovorlesungen werden wir dieses erheblich aufweichen. Jetzt geht es um den Zins, was praktisch ist. Jeder weiß, was ein Zins ist, aber wie wird der Zins tatsächlich mit diesem Zeug zusammenkommen? Wie wird das irgendwie mal zusammen bearbeitet werden? Wir denken über den Zins als Preis, also den Preis der Zukunft. Was heißt das? Das heißt, der Zins ist der Preis von Ressourcen, die wir aus der Zukunft in die Gegenwart holen. Also wenn wir 100 Euro jetzt haben wollen, was müssen wir in einer Periode dafür zahlen? Oder wir können auch sagen, was ist 100 Euro heute wert? Wir kriegen 100 Euro in einem Jahr, wir gewinnen das Lotto. Und wie viel ist es heute wert? Und das ist eine Frage, die tatsächlich variabel ist. Der Zins soll eigentlich eine finanzielle oder ein finanzmarkttechnischer Ausdruck dieser Bereitschaft heute und morgen in Verbindung zu setzen, Ressourcen heute für morgen aufzuwenden oder Ressourcen aus der Zukunft in die Gegenwart zu holen. Man kann tatsächlich von einem Preis sprechen, man kann auch natürlich auch von individuellen Präferenzen diese zu tun. Und das meine ich im Moment nicht. Man kann von subjektiven Präferenzen reden. Das machen wir nächste Woche. Also inwiefern bin ich ungeduldig
Wenn ich wirklich ungeduldig bin, kann man tatsächlich sehr hohe Zinssätze ansetzen und diese Ungeduld nicht außer Kraft setzen. Es ist bekannt in den USA, dass viele Leute nicht warten können, um ihr Gehalt zu bekommen und gehen mal zu einer etwas dubiosen Bank und kriegen vielleicht 75% ausgezahlt zwei Wochen vor dem Zahltag. Und das ist ein mächtiger Zins. Das ist ein Tausch. Man kann einen fiktiven Zins daraus errechnen. Die sind manchmal sehr, sehr hoch, horrend hoch. Das ist zum Teil auch verboten in diesem Land oder in bestimmten Staaten der USA. Aber man kann trotzdem verbinden, diese finanziellen Zins mit einer Ungeduld. Das machen wir nächste Woche. Und wir sehen, was die beiden damit zu tun haben. Insofern geht es um Rückzahlbedingungen, das ist klar. Es gibt auch um Ausleihbedingungen, wenn Sie zur Bank gehen und irgendwie Geld anlegen. Sie haben vielleicht Geld von Ihrer Oma bekommen. Sie kriegen heutzutage nicht besonders viel dafür, aber Sie können trotzdem was dafür bekommen. Die Zinssätze sind noch nicht negativ. Selbst wenn sie negativ, kann man die tatsächlich so ansprechen. Heutzutage ist es keine besondere Situation mehr, wenn Sie in der Schweiz leben. Ja. Immer ist es ein intertemporaler Preis und man kann es verbinden mit Ressourcen. Ressourcen morgen versus heute. Das heißt nicht nur Konsum, sondern auch Ressourcen, die man einsetzen könnte, um Kapitalgüter herzustellen, die Produktion von morgen zu ermöglichen. Und die Ökonomie ist so weit jetzt, dass wir das alles unter einen Hut bringen können. Also der Preis von Gütern morgen ist nichts anderes als ein Tauschverhältnis. Man kann mehrere Perioden einbringen und sozusagen eine Potenzierung dieses Preises über mehrere Perioden hinweg ins Spiel bringen. Man kann von Diskontierung sprechen. Wir werden das nicht in Detail machen, weil ich davon ausgehe, dass Sie das können. Aber wenn Sie im Lehrbuch gucken, in diese entsprechenden Kapitel 7 gibt es mehrere Beispiele von Diskontierung, was eigentlich Leute, die vielleicht gar nichts an der Volkswirtschaftslehre gut finden, aber Banker werden wollen, müssen sie da richtig gut sein. Nicht? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu studieren und zu lernen. Ganz wichtig ist, dass man im Grunde weiß, dass Zinssätze werden am Markt bestimmt, die werden durch die Bepreisung, die Bewertung von Anleihen bestimmt. Und im Grunde, wenn die Anleihenpreise raufgehen, die impliziten Zinsen runtergehen und umgekehrt. Nicht? Ich will das nicht hier vertiefen, weil es alles sehr bekannt ist, aber es ist sehr wichtig, weil natürlich, wenn ein Land wie Griechenland oder Portugal sich im Ausland refinanzieren möchte, am Markt und ohne Hilfe der EZB oder der EU-Kommission, müsste man eigentlich am Markt diese Anleihen verkaufen können. Und die werden verkauft zu ähnlichen Bedingungen wie die existierenden Anleihen. Und daher ist die Bepreisung dieser Anleihen für die Zinssetzung in dem Land von großer Bedeutung. Man kann auch den Zins als Konsum, also der Preis des Konsumverzichts, also weil eben, wie gesagt, ich werde es mal gleich ableiten, also der Preis von Gütern morgen in Gütern von heute ist sozusagen verbunden mit der Idee, wie viel kriege ich, wie viel kostet der Konsum heute gemessen an Gütern morgen und umgekehrt. Wir werden davon ausgehen, dass dieser Zins der gleiche ist, wobei das völlig unrealistisch ist. Diese Zinsen bewegen sich so zusammen, aber es ist bekannt, dass die Kreditzinsen, die Sie zahlen, deutlich höher sind als die, die für Ihre eigenen Kredite an die Bank. Und dieses Keil ist auch ökonomisch interessant für uns, aber für die wesentlichen Aspekte von heute können wir davon absehen, weil diese Keilbildung relativ verständlich ist. Es wird durch die Banken und durch ihre Kosten und Wettbewerb bestimmt. Aber die Bewegung der Zinsen zusammen sind die Entscheidungsgrundlage für unsere Wirtschaftssubjekte, die wir analysieren. Wir werden zunächst einmal von positiven Zinssätzen
ausgehen. Also hier ist ein Beispiel von einem Zins über Zeit hinweg. Das ist ein Nominalzinssatz. Das ist der implizite Yield letztendlich, der effektive Rendite für 10-Jahres-Anleihen von Firmen in den USA von guter Bonität. Sie sehen, dass diese Zinssätze relativ volatil sind. Die Märkte bestimmen diese über den Preis der entsprechenden Firmenanleihen. Und Sie sehen, es geht eigentlich, war so hoch wie ja, fast 10% in Ende der 80er Jahre. Und in der letzten Zeit ist es ganz niedrig, aber nicht null. Wir haben noch keine Nullverzinsung, gerade für private Kredite. Es geht um 10 Jahre und es geht um Nominalwerte. Es geht um Euro-Ausleihungen, hier Dollar-Ausleihungen. Es geht um nominale Kredite und die Rückzahlung wird in Dollar erfolgen mit Rücksicht auf die Zahlungskraft der zurückgezahlten Dollar. Das heißt, wir werden später von dieser Nominalzinsung erstmal sehr, sehr viel reden, aber im Moment werden wir das einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Zinssätze, die Sie hier sehen, nicht diejenigen sind, die unser Modell unmittelbar betrifft. Wir werden von einem inflationsbereinigten Zins sprechen. Da können Sie mal andere Anleihen hinzuziehen. Die rote Kurve ist der entsprechende Anleihe des US-Staates, Federal Government sozusagen, mit relativ viel gute Bonität, also im Moment Doppel-A, war mal 3A. Niedriger als der Privatzins, weil die Ausfahrmöglichkeiten für Privatfirmen relativ hoch sind, verglichen mit der US-Regierung. Da sehen Sie auch in den USA, dass es durchaus negative Realverzinsung gab, ex post, nach Abzug der Inflationsrate. Und die Frage ist natürlich für uns prickelnd, wenn man das wüsste, dass die Inflation so hoch ausfiel oder ausfallen würde, hätte man zu denselben Bedingungen diese Anleihen in der Vorperiode gekauft. Das heißt, zum Teil ist es eine Überraschung, dass die Inflation in den Perioden etwas höher ausgefallen ist, aber zum Teil ist es auch hier Ausdruck dafür, dass die Menschen in die Qualität geflüchtet sind und haben die Preise der Anleihen über 10 Jahre in die Höhe getrieben, sodass die impliziten Verzinsungen negativ waren. Das heißt, sie haben quasi Geld gezahlt, damit sie sparen dürfen. Normalerweise geht es andersrum. Okay. Wie gesagt, wir betreten Neuland. Ich glaube nicht, dass es sehr, sehr lange so dauert, bevor wir auf normale Zeiten zurückkehren. Aber die Normalität wird in den nächsten Jahren nicht so aussehen wie in den 80er Jahren, sondern nach wie vor eine niedrige Verzinsung für Ausleihungen, ob an den Staat oder an private Unternehmungen. Und jetzt gehen wir auf unser erstes Modell ein. Wir werden versuchen, mal die wesentlichen Aspekte der ökonomischen Entscheidungen auf ein Modell zu quetschen, zu pressen. Und wir werden von Robinson Crusoe sprechen. Wichtig, weil nicht weil Realität hier abgebildet wird, sondern ich will ein Modell als erste Entscheidungsgrundlage für Sie mal zur Verfügung stellen. Ja. Oh ja, deshalb sind Sie hier. Ich bräuchte wirklich 2-3 Stunden, um einfach mal die Anfänge, also einfach mal die Gedanken zu organisieren. Aber wir kommen dahin. Ich schwöre es Ihnen, zum Ende des Semesters werden Sie so toll ausgebildet fühlen, dass Sie das mal verstehen können. Aber es gibt immer noch Diskussionen darüber. Weil vor allen Dingen, wenn die Zinssätze so niedrig bleiben, das heißt, die Menschen verstehen, dass die Inflation niedrig ist, das sind keine Überraschungen mehr und die sind trotzdem happy, 0,5% für Bundesanleihen zu bekommen. Das entspricht übrigens auch den Renditen in Deutschland im Moment für 10-Jahres-Ausleihen, also Anleihen des Bundes, dass tatsächlich das mit Dingen wie Wachstum zu tun hat, langfristiges Wachstum und Geldpolitik. Das sind Dinge, die wir machen, ganz ausführlich in Makro 1 und 2. Ja? Also erstmal neugierig sein, ist auch gut. Und wir machen weiter.
Also, Modell. Was ist ein Modell? Ich rede nicht von Fotomodellen, die uns für die Augen große Freude bereiten, sondern es geht hier um ein ganz, ganz dezidiert langweiliges Teil der VWL, aber nützlich, sonst würde ich das nicht machen. Es geht hier um eine Betrachtung, die sehr, sehr viel aus der Realität ausscheiden lässt und wir fokussieren uns auf bestimmte Aspekte einer Entscheidung. Und Robinson Crusoe ist interessant, ich werde erzählen gleich warum, aber es geht hier in erster Linie um einen repräsentativen Haushalt. Wie urteilt der repräsentative Haushalt über seine Zukunft und wie trifft diese Entscheidung? Es geht um diese zwei Perioden, das heißt, ich werde Ihre Realität sehr, sehr stark vereinfachen. Es geht um die Zukunft versus heute. Und ich behaupte, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Der erste Typ, der das gemacht hat, kam aus den 20er Jahren, hat das aufgeschrieben und wird immer noch gefeiert als ganz großer Kopf in unserem Fach. Es geht hier um ein Gut in zwei Perioden. Wie gesagt, man kann immer Güter über mehrere Perioden datieren und deshalb als unterschiedlich betrachten. Man kann Müsli heute oder Müsli morgen essen, aber die Datierung ist das Wichtigste, weil das auch implizit eine Verzinsung bestimmt. Wir denken darüber nach, wie war es bei Crusoe, als er mal gestrandet war. Der hatte ein Gut heute und er hat ein Gut morgen und er konnte Nutzen daraus ziehen, er konnte es essen. Ich rede jetzt von Kokosnüssen, aber es könnte ja was anderes sein, was verderblich ist und nicht lagerbar. Die Lagerbarkeit, die Möglichkeit, Vorräte aufzubauen, ist noch interessanter, aber schwächt eigentlich die Aussagekraft des Modells etwas ab. Und man muss sich überlegen, heutzutage machen wir das nicht. Also vor 200 Jahren hat man tatsächlich mengenweise Weizen angehäuft, um die in die Zukunft zu bringen. Jetzt können wir andere Lösungen finden. Was ist robust aus dieser Geschichte als Überlebensbotschaft? Also, und das ist eben diese intertemporale Budgetrestriktion. Wir werden auch von vollkommener Sicherheit ausgehen. Wir werden von rationalen Erwartungen oder von additiven Erwartungen absehen. Wir werden einfach mal denken, es gibt eine sichere Entwicklung morgen. Und was können wir daraus lernen? Und dann später werden wir das entscheidend abschwächen. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Was ist ein Modell? Warum machen wir das? Also wir machen das nicht, weil wir Spaß daran haben. Es geht darum, wie kann man uns gegenüber und gegenüber von Menschen, die überhaupt keine Ahnung, eine Vereinfachung der Realität herbeiführen. Und Keynes hat das wirklich sehr, sehr schön gesagt. Also Modelle und Theorien insgesamt sind Möglichkeiten, unsere Gedanken zu vereinfachen, zu organisieren. Bestimmte wichtige Dinge ganz vorne zu stellen, alles, was nicht so wichtig ist, ein bisschen zurückzunehmen. Die Welt ist kompliziert. Allein dieser Raum ist voll komplizierte Menschen mit komplizierten Lebensentscheidungen noch zu treffen und noch getroffen. Und schon mal das, überlegen Sie sich mal, mit 62 oder 82 oder 100 Millionen Menschen in einem Land, wie kompliziert das ist. Und die Komplexheit der menschlichen Interaktionen am Markt ist noch nicht abbildbar mit einem Rechner. Selbst wenn wir wüssten, wie die Menschen ticken, hätten wir Probleme. Und warum habe ich Karl Marx da? Weil Karl Marx das gesagt hat. Also Keynes hat das früher gesagt und das hat Karl Marx gesagt. Also das ist interessant, weil ich in der S-Bahn die Folien vertauscht habe. Aber Karl Marx hat auch über Abstraktion gesprochen. Im Kapital habe ich diesen schönen Satz gefunden. Bei einer Analyse der ökonomischen Formen kann außerdem weder das Mikroskop dienen noch chemische Reagenten. Die Abstraktionskraft ist gefordert, um beide zu ersetzen. Also Marx hat es auch verstanden, die Welt, und wobei er sehr empirisch vorgegangen ist, er hat viele, viele, viele Jahre in England verbracht bei Beobachtungen von Fabrikanlagen und wie diese Fabriken und wie die Fabrikanten agieren mit ihren Arbeitnehmern und wie die Produktion stattfindet, das hat er sehr, sehr wohl verstanden als wichtig. Aber die Abstraktionskraft ist, was man braucht, um eine Theorie überhaupt aufzuschreiben. Jetzt kommt die Frage, was macht ein gutes Modell? Und da scheiden sich die Geister.
Ganz wichtig ist die Schlichtheit, also die Vereinfachung muss auch sichtbar sein. Wir schließen Details aus, die nicht wichtig sind. Diese Entscheidung kann natürlich ganz gravierende Folgen haben. Deshalb sollen wir uns nicht täuschen, dass unsere Hinterhirn auch Einfluss darauf nicht nehmen kann, weil es tatsächlich so ist. Viele Leute wählen ihre Theorien aus, weil sie bestimmte Vorstellungen haben, und das sollen sie nicht. Und wir sind gefordert, irgendwie mal immer herauszufordern, hey, warum haben Sie das? Warum haben Sie von den Banken in Ihrem Modell abgesehen? Die sind vielleicht doch wichtig. Aber dann müsste ich erklären, warum sie nicht in diesem Moment wichtig sind, um die wesentlichen Fakten abzubilden oder zu erklären. Also so wie Einstein, ne? So einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Das hat er gesagt zur physischen Modellierung von Phänomenen. Das trifft auch bei uns zu. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Buch. Also falls Sie wissen wollen, worum es bei uns geht, dieses Buch ist fantastisch, es ist, hat keine Formeln, es ist sehr, sehr schön. Er schreibt über ganz einfache Ideen, vor allen Dingen der erste Aufsatz in diesem Buch. Modelle müssen ausbaufähig sein. Wir werden sehen, dass Crusoe, obwohl das ein bisschen komisch klingt, ist tatsächlich ausbaufähig. Sie können Inventarhaltung einbauen, Sie können mehrere Perioden einschmeißen, Sie können multiperiodische Betrachtungen berücksichtigen. All diese Dinge sind möglich. Und jetzt kommt die entscheidend wichtige Frage. Viele Leute finden die Volkswirtschaftslehre total blöde, weil wir manchmal in diesen zugegebenermaßen unrealistischen Theoriewelten rumtoben und vergessen, dass die Welt vielleicht doch ein bisschen kompliziert ist. Und ich gebe auch zu, wir müssen uns auch bemühen, diese Idee zu kommunizieren, dass Realismus nicht unbedingt immer und überall wichtig ist. Ich meine, wenn ich weiß, dass es zwei Typen gibt, aber wenn diese zwei Typen nicht wichtig ist für die Erklärungskraft meines Modells, brauche ich das? Brauche ich alles verdoppelt? Eigentlich gibt es glücklicherweise sehr viel Heterogenität. Wir haben alte Menschen, junge Menschen, Männer, Frauen, und wir haben auch Leute, die Humboldt als Studienort gewählt haben und Leute, die woanders gestudiert haben. Müssen wir diese Realität immer dabei haben? Aber sind wir auch gefordert, ehrlich zu sein und zu sagen, hey, es wäre tatsächlich gut, einen Finanzsektor in unserem Makromodell zu haben. Wir haben wirklich daneben gelegen bei der letzten Finanzkrise. Dann müssen wir tatsächlich ein bisschen Bescheidenheit und Demut an den Tag legen. Aber wissen Sie, und seien Sie bitte versichert, dass dieses Thema immer noch aktuell ist, war auch vor 20 und vor 70 Jahren, als Keynes gelebt hat, und er hat lange Streitigkeiten mit seinen Kollegen damals ausgetragen über dieses Thema. Es gibt auch von Lionel Robbins, auch ein Kumpel von Keynes, auch ein sehr, sehr interessantes Buch, gerade zu diesem Thema. Okay, diese kleinen Ausschweifungen, die Sie vielleicht gleich vergessen werden, aber vielleicht doch nicht, hoffentlich nicht, werden wir unser Modell angehen. Nicht? Hier geht es um ein Modell zu benutzen, um ein Phänomen zu durchleuchten. Es geht hier um die intertemporale Budgetrestriktion eines Haushalts, eines Staates als Konsolidierung, eine Nation als Konsolidierung von Staat und privaten Sektor. Privater Sektor heißt nicht nur Haushalte, sondern die Firmen, die den Haushalten gehören. Insofern, diese Konsolidierung machen wir weiter. Voll wissen, dass wir nicht alle eine Firma besitzen, vielleicht nicht mal Aktien besitzen, aber wenn man alle Haushalte zusammennimmt und tut, als wäre das ein konsolidierter Haushalt, müsste dieser Haushalt folgende Budgetrestriktion beachten. Und der Typ, der dieses Modell zum ersten Mal aufgeschrieben hat, ist Irving Fisher. Es ist sogar hier in Deutschland sehr, sehr früh rausgekommen. Ich glaube 1939
Und das Buch hat wirklich Feuer gefangen, weil er zum ersten Mal neben Böhm-Bauwerk versucht hat, mit Abbildungen zu zeigen, dass es hier um Zukunft und heute geht und nichts anderes. Und alles andere. Wir reden immer noch von der Fischerschen Theorie von Zins, Verzinsungstheorie. Wir reden von Robinson Crusoe, der hat es in diesem Buch vorgebracht. Und dieses Modell von Irving Fisher ist ganz einfach. Ne? Also der Kerl war kein guter Investor übrigens. Der hat sein ganzes Geld in der Finanzkrise verloren. Und der hat einen Bailout bekommen von seiner Universität. Also die Yale University hat sein Haus zurückgekauft, weil er das verpfändet hat. Also er hat es quasi als Kollateral für Riesendarlehen verwendet, um in Aktien im Jahr 1929 einzusteigen. Trotzdem ein guter Ökonom. Zwei Perioden. Wir werden von Ausstattung reden. Also Ausstattung heißt exogene Einkommensströme. In diesem Modell muss Robinson Crusoe nicht unbedingt arbeiten, wobei das noch alles verkompliziert. Und vor allen Dingen die Abbildung, die diagrammatische Abbildung wird komplizierter. Wir gehen von zwei Perioden, Periode 1, das ist heute, Periode 2, das ist morgen. Und da sind die Kokosnüsse, die einfach mal am Strand vorliegen, wo er mal sich bedienen kann. Also wenn Crusoe einfach die Ausstattung nimmt, wie es kommt, müsste er C1 und C2 konsumieren, wie es ist. Nächste Woche werden wir zeigen, dass es eine entscheidend schlechte Idee, wenn er vielleicht anders denkt und denkt, Mensch, ich kriege gar nichts heute, ich weiß morgen, dass eine ganze Menge kommt, vielleicht kann ich mal davon profitieren, mich besser stellen, wie wir sagen, in der Nutzentheorie. Das heißt, es gibt andere, es gibt einen Markt, es gibt einen kompetitiven Markt, vollständige Konkurrenz an diesem Markt, es gibt einen Zins, der sich herausbildet. Das heißt, Crusoe kann tatsächlich Ressourcen von heute auf morgen umwandeln, indem er Kredite vergibt. Er kann auch Kredite aufnehmen und mehr heute konsumieren, als er hat, und dafür muss er natürlich zurückzahlen. Es gibt keine Ausfälle hier, es gibt keine Bankrotterklärung und sonst was. Aber gleich mit diesem ganz einfachen mit diesem Modell kann man tatsächlich eine Menge sagen. Okay, wir können von einem Konsumplan reden. Und Crusoe kann seinen Nutzen maximieren, machen wir nächste Woche, indem er C1 und C2 besser wählt als ein Idiot. Nicht? Also er könnte einfach mal ein bisschen kreativ sein. Wie kann ich meinen Nutzen verbessern, indem ich einfach mal meinen Konsumplan ausgestalte? Man kann gleich von Ersparnis sprechen, wenn er weniger ausgibt, als er vorfindet am ersten Tag. Und umgekehrt, er kann Kredite aufnehmen, wenn er mehr konsumiert heute als morgen. Der Zins wird bestimmen, was diese für Möglichkeiten gibt. Und wir können das gleich sehen, dass man eine Gleichung aufschreiben kann, wo man jeder Verzicht auf Konsum heute mit einem Mehrkonsum von 1 plus R mal diese Menge verbinden lässt. Man kann demzufolge sagen, dass ein Preis von Konsum morgen ist eben der Kehrwert von 1 plus R. Ein Diskontfaktor. Nicht der Zins, sondern der damit verbundene Diskontfaktor, der aus dem Finanzmarkt abgelesen werden kann. Nicht, man kann von reinen Diskontanleihen sprechen. Es gibt diese Bundesschatzbriefe, die werden gehandelt. Nichts anderes als man handelt jetzt und man kauft jetzt eine Auszahlung in einem Jahr. Und man zahlt immer noch weniger als das, was man in einem Jahr bekommt. Und diese implizite Zahl ist eben der Zins. Es gibt kompliziertere Anleihen, die Coupons zahlen, und das ist alles im Lehrbuch. Und Sie können auch mal Finanzierung machen als Nebengebiet und das alles. Es ist ganz wichtig, dass der Preis von der Anleihe heute unmittelbar mit dem Zins zusammenhängt. Es geht nur darum, dass es eine Auszahlung zum festen Preis oder sogar mehrere Auszahlungen gibt. Und wie diese mit einem Zins bewertet werden.
Okay? Diskontierung, ganz wichtig. Damit kann man gleich die erste Abbildung, das ist die sogenannte Fischer'sche Diagrammatik oder das Fischer'sche Diagramm zeigen. Da sehen Sie, wir haben sofort eine Budgetrestriktion, die Möglichkeiten heute und morgen zu konsumieren. Wir können nicht jenseits dieser Kurve agieren, wir können auch innerhalb der Kurve, also quasi zum Ursprung hin, handeln, aber das wäre töricht, weil wir Ressourcen wegschmeißen würden. Das ist ganz klar. Der Anstieg hier bei den gegebenen Kreditbedingungen ist konstant. Natürlich könnte man sagen, okay, die Eingeborenen sind sehr, sehr streng. Wenn er zu viel Kredite aufnimmt, dann würde irgendwie diese Kurve nicht mehr gerade, keine Gerade mehr, sondern eine Kurve sein. Aber davon sehen wir erstmal ab. Einfach mal die reine Idee der Abdiskontierung. Also jemand bei M kriegt sehr viel morgen angeschwemmt am Strand, hat heute wenig. Und jemand bei P hat so ein richtig, hat Lotto gewonnen heute. Wow, Kokosnüsse überall. Aber morgen wird es ein bisschen dünn aussehen. Man könnte sich vorstellen, dass bei dieser Konstellation beide Möglichkeiten mit A vergleichbar wäre. Man könnte sich vorstellen, entweder man konsumiere bei Punkt M entsprechend mehr und entsprechend weniger bei Konsum heute oder bei P umgekehrt. In Barwert könnte man das alles mit dem gleichen Abstand OB ausdrücken. Das ist der Barwert des Konsums. Man kann das mathematisch sehr, sehr einfach aufschreiben. Erstmal die Budgetrestriktion. C2 ist mein potenzieller Konsum morgen, besteht aus dem morgigen Einkommen, zuzüglich der Einkünfte, die ich bekomme aus meinen Ersparnissen, plus Kapital, das ist das Principal, bekomme ich auch, das ist ab 1 plus R. Und nach zwei Perioden ist Crusoe weg. Das heißt, die Realität ist natürlich viel komplizierter. Man hat eine dritte Periode, aber in zwei Perioden haben wir die essentiell schon abgebildet. Man kann das umformen und zeigen, dass Crusoes Überschuss an Einkommen morgen ist nichts anderes als die Tilgung des Kredits, den er in der ersten Periode aufgenommen hat. Das ist die schönste Gleichung. Da schreiben wir die Kontrollvariablen auf der linken Seite, auf der rechten Seite die Einkommens- und exogenen Ausstattungsfaktoren, die Anschwemmungen in den jeweiligen Tagen abgezinst und wir bezeichnen das als Vermögen. Das ist auch eine ganz gängige Bezeichnung in der VWL. Also quasi, was sind meine verfügbaren Ressourcen in Barwert über mein gesamtes Leben? Gegenwartswert, sagt man auch, Barwert. Und deshalb habe ich immer betont, 1 durch 1 plus R, Diskontfaktor. Das ist die Bewertung. Wenn Sie drei Perioden hätten, müssen Sie quasi 1 plus R potenzieren. Nicht? In drei Perioden wäre das hoch 2 und so weiter. Es ist sehr leicht verallgemeinbar. Gut, das ist einfach. Nächste Woche werden wir mal darauf eingehen, was das bedeutet. Aber man kann gleich, Sie sind alle sehr intelligent, wir können auch gleich sagen, was kann man damit machen? Inwieweit ist es ausweitbar, ausdehnbar als Modell? Und man kann sehr, sehr viel damit machen. Crusoe hat das nicht in seinem Buch gemacht, aber ich habe das gemacht für Sie. Es gibt eine Technologie. Anschwemmungen, man kann die Kokosnüsse nehmen und einpflanzen, in den Boden stecken und da kommt wunderbar nächstes Jahr oder in der nächsten Periode was raus, kriegt mehr, als er eigentlich bekommen hat. Ansonsten wäre es unsinnig. Also wir werden von einer produktiven Technologie sprechen, das ist auch definiert in dem Lehrbuch. Wir reden von dieser Einpflanzung als Alternative und dabei muss man eine Produktionsfunktion anschmeißen. Was ist die Transformationsmöglichkeit von Ressourcen heute auf morgen? Und ist sie gleich besser oder schlechter als der Zins? Und zu welchen Bedingungen? Produktionsfunktion kennen Sie schon. Es geht um den Einsatz von Ressourcen. Wir werden von L quer Balken sprechen. Also Crusoe wird so oder so arbeiten, der Vereinfachung wegen. Und geht es wirklich um den Kapitaleinsatz? Diese Güter sind plötzlich potenzielles Kapital, Sachkapital. Wenn er die nicht selber verzehrt, kann er die einpflanzen und morgen neue Ressourcen bekommen.
Das ist eine ganz normale Tradition in der Makroökonomie der Vereinfachung wegen. Man kann tatsächlich zwei Güterarten, man kann Kapitalgüter, Konsumgüter, das verkompliziert alles. Man kann es machen, in der Regel mit einem Rechner oder mit mehreren Gleichungen, die Sie nicht sehen wollen. Wir haben eine Produktionsfunktion, die ganz normal aussieht, Standardeigenschaften, es kommt nichts von nichts. Grenzproduktivität ist positiv überall, also mehr Kokosnüsse bringt immer mehr in der nächsten Periode, aber immer weniger bei der marginalen Einheit, die man einsetzt. Und Crusoe könnte im Prinzip sich überlegen, okay, ich pflanze K ein, kriege morgen was? Ich kriege F von K und L, abgezinst auf heute. Und wenn Crusoe sich eintragen müsste bei der Landeskammer und der Handelskammer und quasi sagt, okay, ich möchte mal ein Unternehmen gründen und hier sind mein Eigenkapital. Was wäre der Wert dieser Unternehmung, die irgend so ein Außenstehender zahlen würde? Nicht? Und wenn es vollkommene Informationen gibt, würde jeder V dafür zahlen. Das ist der Wert des Unternehmens. Und diese Unternehmung, dieses Unternehmen kann man tatsächlich in die Budgetrestriktion von Crusoe einfügen. Ganz einfach ist das. Das macht jeder Eigentümer eines Unternehmens. Und Sie, wenn Sie Steuerberater werden, machen Sie es auch. Mit viel Kompliziertheit, Takt, mit Steuerberechnung und so weiter. Aber letztendlich geht es darum, was kriege ich am Ende des Tages raus? Auch nach Abzug meiner verschiedenen Auslagen. Man spricht von Wertschöpfung. Das ist die erste Möglichkeit, jetzt nicht mehr von Y1 und Y2 zu reden, sondern auch von Wertschöpfung. Und das Unternehmen in diesem Modell erweitert die Budgetrestriktion. Wir heben ab von der Restriktion, die wir schon hatten. Crusoe als Rentier, er hat einfach mal seine Kokosnüsse handelt, aber er kann sich noch besser stellen, wenn dieses Unternehmen produktiv ist, beziehungsweise einen positiven V-Wert hat. Und er muss im Prinzip immer 1 plus R ansetzen, weil er immer zum Kapitalmarkt gehen könnte mit seinem K und ganz normal ausleihen könnte. Insofern sehen Sie diese Überlegung, die eigentlich eher betriebswirtschaftlich organisiert ist. Die Budgetrestriktion ändert sich entsprechend. Es ist nicht kompliziert, kann jeder Schüler machen. Auslagen heute versus Einnahmen morgen und alles verzinst entsprechend. Man könnte das sogar als Modigliani-Miller-Theorem verstehen. Ist eigentlich egal, ob diese Anschwemmungen angelegt werden oder ob ich mal gleich zum Kapitalmarkt mit null Anschwemmungen und einfach nimmt einen riesen Kredit auf. In diesem Modell gibt es keine Unsicherheit, es gibt keinen Grund, weshalb man Eigenkapital oder Fremdkapital finanzieren bevorzugen möchte. Und wenn Sie das mal sehen, kriegen wir im Prinzip dasselbe wie vorher, bloß auf der rechten Seite der Budgetrestriktion haben wir V als Plus. Nicht nur Omega, das war Finanzvermögen oder Kokosnussvermögen, plus die Aktivitäten des Unternehmens entsprechend abgezinst. Und daher, wenn V groß ist, kann Crusoe mehr konsumieren. Die möglichen Konsumpläne, die er aufstellen kann, sind deutlich besser, überlegen denen, die er ohne die Firma machen könnte. Deshalb, ganz einfache Binsenweisheit, dabei sei, dass tatsächlich diese Unternehmungen der Wert der Firmen für eine Volkswirtschaft die Möglichkeiten zu konsumieren vergrößert. Das kann man auch abbilden. Also ich habe hier, was Sie hier sehen, ist einfach die Produktionsfunktion im Spiegelbild von Punkt A ausgehend. Das ist die Ausstattung, die Urausstattung. Und geht darum, also wenn Crusoe K anlegt als technologische Investition, kriegt er die Möglichkeit von A wegzukommen und von dieser ursprünglichen Budgetrestriktion abzukommen. Das heißt, er kann sich durchaus besser stellen. Wenn er bis zum Punkt E ginge
Und ich sage nicht, ob das optimal ist oder nicht. Wenn er das machen würde, könnte er von Punkt E abzinsen und kommt zu einem Barwert von B'. Das heißt, durch diese Investitionstätigkeiten hat er sich besser gestellt, rein finanziell. Er kann mehr konsumieren in beiden Perioden oder kann in einer Periode alles reinhauen und gar nichts anders machen in der zweiten Periode. Er kann sich besser stellen durch die Aktivitäten der Firma. Also, und in 2 Wochen werden wir sehen, dass Punkt E nicht optimal ist. Man kann noch besser tun, aber es geht letztendlich darum, wie kann eine Firma den Wert der Unternehmung maximieren. Nicht, weil er gierig ist, sondern weil für ihn und seine Familie oder für sie und seine Familie oder ihre Familie oder für eine Gruppierung ist es besser für uns ressourcenmäßig, wenn wir den Abstand BB' am größten machen zu den gegebenen Zinssetzungen. Also zusammenfassend, er ist der Preis von Zeit. Wir brauchen eine Hypothese. Wir werden einfach vollkommene Voraussicht als Arbeitshypothese nehmen. Discount-Faktor springt heraus, die Bewertung der Zukunft. Solange er positiv ist, bewerten wir zukünftige Ressourcen etwas weniger als gegenwärtig. In einem allgemeinen Gleichgewicht kommt das durch unsere Ungeduld. Also wir möchten immer lieber das jetzt haben als in einem Jahr. Das ist die Art und die Natur der Menschen. Und vor allen Dingen, die Existenz dieser Finanztransaktionen durch die Eingeborenen, die nebenan liegen, leben, kann man tatsächlich Konsum gegen heute und gegen morgen, heute und gegen morgen zu tauschen. Man kann sogar über ökonomische Wertschöpfung sich besser stellen. Jetzt führen wir den Staat ein. Crusoe hat keinen Staat, er war ganz alleine. Wenn Sie Tom Hanks gesehen haben in diesem Film, ist es ähnlich, nicht? Also das ist ein moderner Robinson Crusoe. Aber jetzt könnte man sich vorstellen, hey, es gibt jetzt einen Staat. Und der Staat ist nicht böse, der Staat hat sehr gute Facetten. Der Staat liefert uns Sicherheit, Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, und die Universitäten, die Schulen und so weiter, das sind alle interessante Aktivitäten, muss aber alles bezahlt werden. Und das ist der Vorteil der Ökonomen. Wir wissen, dass alles nicht umsonst ist. Jemand muss es bezahlen. Jemand. Und wenn wir aggregieren, gibt es keine Verteilungskämpfe mehr. Es gibt nur dieses Land und es gibt die Möglichkeit, das zu bezahlen, heute oder morgen. Und wenn wir das jetzt haben wollen, müssen wir es über Kredite finanzieren. Und wenn wir so viel haben wie die Norweger, können wir einfach alles anlegen und in 10 Jahren können wir auch noch super leben. Okay? Der Staat erhebt Steuern. Diese Steuern sind sehr einfach. Die beziehen sich nicht auf bestimmte Aktivitäten. Es gibt keine komplexe Transaktionen. Es gibt auch keine Arbeitsangebote. Es gibt keine Einkommensteuern oder Kapitalertragssteuern oder Lohnnebenkosten, Arbeitgeberbeiträge, das ist alles nicht da. Es geht nur Steuern. Um einfach den Punkt zu machen, dass der Staat auch in Investitionen eine Restriktion der Ressourcen befolgen muss, wie ähnlich die Wirtschaftssubjekte oder diese Repräsentative. Und dann kann man sagen, okay, es kann durchaus sein, dass die Zinssätze für den Staat anders aussehen als für Crusoe. Und das hat erhebliche Auswirkungen. Okay? Trotzdem erstmal anfangen. Der Staat nimmt Steuern ein und kauft am Markt Güter und Dienstleistungen. Vergessen Sie nicht, G ist immer die direkten Eingebungen von Käufen der Staat an die Wirtschafts-, an den Kreislauf. Es geht nicht um Transfers. Es geht nicht um Renten. Es geht nicht um Arbeitslosenversicherungsauszahlungen. Es geht um der Staat baut eine Straße, der Staat bezahlt einen Beamten, der Staat stellt nationale Verteidigung her oder verwaltet irgendwelche Dinge. Das ist Kauf von Gütern und Dienstleistungen. T ist Netto-Transfers, also Netto-Steuern. Also Steuern abzüglich Transfers heißt Netto-Steuern. Deshalb der Vereinfachung wegen
Dann hat der Staat zum Beginn des Spaßes Verschuldung. Wir machen das noch interessanter. Der Staat ist verschuldet zum Beginn der Periode T mit Verschuldung D1. Und diese Schulden sind harte Schulden. No default. No bailout. Nicht? Das ist einfach mal verstehen, worum es geht. Wenn ein Staat verschuldet ist, muss irgendjemand in der Zukunft kommen und fragen, ja, wo ist mein Geld? Zu irgendwelchen Bedingungen, auch in Griechenland, ist es so. Wenn nicht, dann ist der Staat bankrott und es gibt Zahlungsausfälle, die hier nicht erlaubt sind, um die härtere Budgetrestriktion einfach durchzuexerzieren. Und der Staat kann tatsächlich Kredite aufnehmen. Der Staat kann Schulden ausgeben, man kann auch Kredite vergeben. Der Staat hat die Möglichkeit, wie in Norwegen zum Beispiel oder Saudi-Arabien, tatsächlich Kredite an die westliche Welt zu geben. Und RG muss nicht gleich R sein, um das etwas komplizierter und interessanter für Sie zu machen. Die entsprechende Budgetrestriktion des Staates sieht sehr, sehr schön aus. Es ist nichts anderes als eine Auflage. Um solvent zu sein, muss der Staat so viel Steuern in der zweiten Periode eintreiben, um die Ausgaben für Güter und Dienstleistungen in der zweiten Periode und noch Tilgung und Zinsen für die Vergangenheit zu leisten. Das ist eine Auflage für Solvenz des Staates. Okay? Und man kann damit gleich das Defizit, Headline Deficit, was Sie in der Zeitung lesen in Deutschland und in Frankreich und Griechenland. Das Staatsdefizit ist Ausgaben heute, abzüglich Nettosteuern heute. Also wenn man die Bruttosteuern haben will, dann kann man die Bruttotransfers auch mit reinrechnen. Das ist keine Kunst. Plus die Verzinsung der gegebenen Schulden zum Beginn der Periode. Wir reden von Zinsdienst. Okay. Und sogar noch Tilgung ist dabei, aber Tilgung ist nichts anderes als die Einhaltung der Budgetrestriktion. Und in mehreren Perioden in Deutschland, der Staat endet nicht morgen oder übermorgen, es wird immer weiter existieren. Deshalb, diese Tilgung ist gar nicht berücksichtigt. Es ist mehr so ein Capital Account Item. Hier geht es um das Gesamtdefizit. Die Finanzierungsbedürfnisse des Staates besteht aus dem Primärdefizit, Primary Deficit, also nach Abzug von Zinsen plus Zinszahlungen an die Kreditgeber des Staates. Man kann es umdrehen und schreiben, Primärüberschuss plus Zinseinkommen des Staates. Das hat gleich Sinn für Norwegen, weniger Sinn für dieses Land, weil in der Regel der Staat immer noch Zinsen zahlt. Und es ist vielleicht auch gut so, wenn der Staat irgendwelche Dinge kaufen will. Brücken kann man nicht aus der Portokasse zahlen. Auch Waffensysteme und Brücken, Tunnel, all diese Dinge, Flughäfen. Man kann das nicht aus der Portokasse zahlen. Man muss Kredite aufnehmen. Ist doch logisch. Also man spricht von einem Primärüberschuss mit Minusvorzeichen. Finanzierungssaldo des Staates abzüglich Zinseinkommen. Wenn man alles mit negativen Vorzeichen redet, hat man genau das Primärdefizit des Staates, also das Minuszeichen. Und man spricht von einer Gesamtfinanzierung, Gesamtfinanzierungsbedarf. Das ist diese Headline-Defizit. Und in bestimmten Ländern wie Griechenland oder Portugal, wo die Schuldenbestände sehr hoch sind, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Headline-Defizit, dem Gesamtfinanzierungsbedarf des griechischen Staates und dem primären Defizit. Und im Moment ist in Griechenland tatsächlich ein Überschuss da. Die Griechen haben so viel gespart, haben ihre Steuern so stark angehoben, trotz aller schlechten Erzählungen darüber, haben die Griechen tatsächlich eine Meisterleistung. Die haben ihr primäres Defizit in den Überschussbereich gebracht. Trotzdem haben sie einen sehr, sehr großen Finanzierungsbedarf, weil sie so viele Schulden haben, so viele Zinsen zu zahlen, selbst mit konzessionären Schuldenbedingungen.
Hier ist mal einfach so eine schöne Tabelle für Sie. Da können Sie sehen, wie es aussieht. Hier geht es um Italien. Italien ist bekanntlich, hat einen riesen Schuldenstand. Es ist gegenwärtig liegt bei 115-120% des Bruttoinlandsproduktes. Trotzdem, seien Sie nicht zu sehr beunruhigt, Italien hat eigentlich bisher immer hinbekommen, ihre Zinsen zu zahlen. Und im Moment, seit der Finanzkrise, hat auch ein Primärüberschuss. Also in Italien sehen die Sachen sehr, sehr gut aus. Aber Sie sehen, die implizite Zinslast ist sehr hoch korreliert mit dem Schuldenstand. Aber auch mit den Zinsen. Wenn die Zinsen hoch sind, hat man mehr Zinsen zu zahlen, gerade für die neu zu finanzierende ablaufenden Schulden. Die Italiener haben, wie in Deutschland, auch langfristige Schulden. Deshalb ist die zweiperiodische Betrachtung ein bisschen beschränkt. Aber wie gesagt, mit einem Spreadsheet, mit Excel, können Sie alles sehr schön abbilden und für das italienische Finanzministerium eine tolle Stelle bekommen. Da sehen Sie auch dieses im Zeitverlauf, dieses primäre Defizit bzw. dieser primäre Überschuss durchaus variabel ist. In den 80ern, in den 70er Jahren haben die Italiener durchaus negative Primärüberschüsse. Das heißt, sie haben richtig doll Schulden angehäuft in dieser Zeit. Nicht? Und sie konnten sich leisten, weil sie eigentlich einigermaßen gutes Wachstum hatten. An dem Moment, wo die Finanzkrise, eigentlich zunächst mal, als sie den Euro beigetreten sind und danach sind die Wachstumsraten stark gefallen und sie haben auch andere Probleme. Die Finanzmärkte haben das als nicht nachhaltig beurteilt und dann gab es Probleme. Finanzkrise können Sie hier sehr schön sehen. Das heißt, wir müssen mal schnell die Bedingungen für Solvenz für diesen Staat aufschreiben. Erstmal machen wir D1 gleich 0, um Ihr Leben zu vereinfachen. Mit RG dabei, da sehen Sie, der Barwert der Ausgaben für Güter und Dienstleistungen darf nicht überschreiten, was der Staat an Netto-Steuereinnahmen eintreibt im Barwert. Der Staat kann immer versprechen, und hier wird es tun, ich erhebe die Steuern in Periode 2, um quasi meine Schulden abzubezahlen, meine großen Ausgaben in der ersten Periode zu bezahlen. Man kann sagen, das ist genau, was die Griechen jetzt machen. Also im Prinzip, solange sie solvent sind und nicht für absolut bankrott erklärt werden und aussteigen aus dem Euro, werden sie im Prinzip zukünftig Primärüberschüsse fahren, um den öffentlichen Kreditgebern ihr Geld zurückzugeben. Ob man das für gut hält oder nicht, ist eine andere Frage. Wir werden auch später sehen, was es heißt. Aber hier ist einfach eine Budgetrestriktion. Darüber kann man sich nicht aufregen. Es ist ein Fakt. Man kann sich aufregen darüber, wie die Griechen dahin gekommen sind. Vielleicht waren die Deutschen auch schuld. Aber es ist mal so, wie es ist. Insofern können Sie sehen, man kann das umschreiben und einfach genauso sagen, Primärdefizit heute darf nicht größer sein als der Überschuss, den man morgen in Barwert fahren muss. Defizit heute, Überschuss morgen. Überschuss heute, dann können wir ruhig mal Defizit in der Zukunft machen. Und so kann man tatsächlich Länder wie Norwegen oder Saudi-Arabien, die tatsächlich Vermögenswerte anhäufen, also Sovereign Debt Funds, also China auch, das als Ersparnisse für die Zukunft sehen. Ja, man kann es umdrehen, man kann D1 wieder einschreiben. Wenn man D1 wieder reintut, dann sehen Sie, je größer D1, die Verschuldung des Staates zum Beginn der Periode 1, desto mehr steuern wir heute und morgen einsetzen müssen, um solvent zu bleiben. Oder wir müssen G1 und G2 entsprechend reduzieren. Das ist keine Theorie. Das ist eine Tautologie. Das ist eine Fortschreibung von Budgetrestriktionen. Und das funktioniert. Deshalb habe ich immer betont, in dieser Vorlesung sollen Sie zunächst einmal Identitäten, Definitionen und sehr, sehr glücklich damit sein, indem Sie diese lernen. Und da sehen Sie tatsächlich, dass in allen Fällen eine Tendenz für das Primärüberschuss auf Null wieder zurückzukehren. Selbst in den USA, alle sagen, die USA sei alles sehr, sehr unverantwortlich. Aber Sie sehen, über die Zeit hinweg gibt es immer
durch die Finanzmärkte letztendlich, aber auch durch den Wunsch, solvent zu bleiben, gibt es eine Tendenz wieder zurück. Insofern, natürlich im schlimmsten Fall kann es einen Ausfall geben und dann hat man tatsächlich die Budgetrestriktion verletzt. Aber das sind hier Länder, die noch nicht bankrott gegangen sind in der Zeit, die wir betrachten. Das sind fast 45 Jahre. Also man kann tatsächlich nun fragen, wie sieht der Haushalt diese Sache? Wo kommen die Steuern her? Die kommen von uns. Der Haushalt, der Privathaushalt muss Steuern abgeben an den Staat und jeder Euro von Steuern mindert meine privat verfügbaren Ressourcen für meinen eigenen Konsum. Nicht? Und dann wird es richtig interessant, wenn ich weiß, der Staat muss Steuern morgen anheben. Wer zahlt diese Steuern? Ich bin noch da, ich muss sie bezahlen. Und hat das nicht eine Konsequenz für meine private Budgetrestriktion? Und die Antwort ist in der Theorie ja. Der Staat kann durchaus sich finanzieren zum anderen Zins, aber Fakt ist, wir haben beide parallel laufend Budgetrestriktionen zu beachten. Also wenn der Staat, hier machen wir einen Spezialfall, um mal die Diskussion anzukurbeln, also wenn D1 gleich 0 ist und wenn der Staat sich finanziert zum selben Zinssatz wie wir Privaten, dann könnte man das sehr, sehr schlicht so schreiben. Das ist ein Extremfall. In dem Fall ist der Barwert der Steuern das Entscheidende für meine Ressourcenverfügung als Privater. Und wenn der Staat sich verschuldet jetzt und morgen Steuern anhebt, ist es eigentlich unerheblich. Das beeinträchtigt meine Ressourcen in Barwert von heute. Das kann man tatsächlich, im Lehrbuch gibt es eine etwas detaillierte Ableitung. In der Übung wird es auch nochmal gemacht. Und da sehen Sie tatsächlich, mein schönes Omega wird gemindert durch den Barwert der staatlichen Steuereinnahmen über diese zwei Perioden. Das ist keine Theorie, das ist ein Fakt. Also dieses Land endet in Periode 2. Der Staat muss seine Verpflichtungen einhalten. Der Crusoe oder die Frau Crusoe muss das machen. Nicht? Und das ist die Konsequenz. Der Barwert der steuerlichen Belastung ist das Wichtigste und nicht die zeitliche Entwicklung. Das heißt, die Norweger sehen ihren Staat anhäufen von Vermögen. Und komischerweise sind die Norweger, sie sind sehr glücklich und sie geben Geld aus, als wäre es Wasser. Die wollen nicht arbeiten, die haben ein echtes Problem in Norwegen, alles sehr teuer. Und das ist, weil die Menschen rational das verstanden haben. Wenn sie das Glück haben, einen norwegischen Pass, dann haben sie tatsächlich Jackpot. Also über die Jahre haben die Norweger, was ich gehört habe, so 700, 800 Milliarden Euro angespart durch die Ölförderung in den letzten 20, 30 Jahren. Die Konsolidierung von diesen Budgetrestriktionen ist das Interessanteste an dieser Vorlesung vielleicht heute. Also was passiert, wenn man die konsolidiert? Ich habe den Spezialfall schon gemacht. Man kann es sehen, also man kann einfach diese Budgetrestriktion des Staates einsetzen und man kriegt dieses Ergebnis. Auf der rechten Seite ist die steuerliche Belastung, das ist gleich die Ausgaben des Staates in Barwert. Das heißt, das ist das Entscheidende, das ist nicht die Steuern, sondern die Ausgaben, die dazu geführt haben, dass die Steuern erhoben werden müssen. Und dieses Ergebnis ist extrem, deshalb spezieller Fall. Ich werde die allgemeine Darstellung gleich zeigen. Das hat einen Namen, das heißt ricardianische Äquivalenz. Oder das ricardianische Äquivalenztheorem. Und diese Idee gibt es sehr, sehr lange. Also seit Ricardo, seit 1817, vielleicht sogar davor. Der private Sektor nach dieser Hypothese, das ist jetzt eine Theorie, könnte sein, dass die Hypothese, man stellt sie einfach auf, die Hypothese lautet, der private Sektor internalisiert, weil er weiß, dass er die Steuern irgendwann mal zahlen muss, dieses Staatsbudget im vollen Umfang. Die zeitliche Entwicklung der Steuern ist irrelevant. Der Barwert der Ausgaben oder der Steuern ist das Wesentliche. Und man kann es auch schon darstellen. Es heißt nichts anderes, als durch die Aktivitäten des Staates ist die Budgetrestriktion von pink, also von rosa, nach innen, von EB zur Budgetgeraden
E-B- verschoben. Nicht durch den Barwert der Steuern bzw. der Ausgaben des Staates. Dafür brauchen wir eine Menge Annahmen. Und daher ist ein Modell anzugreifen in dem Moment, wo man sagt, okay, diese Annahmen haben zu dieser Schlussfolgerung geführt. Und ich glaube nicht, oder ich weiß nicht, dass diese Annahmen nicht zutreffen. Dann kann man tatsächlich wissenschaftliche Auseinandersetzungen führen. Nicht? Und der Urheber dieses Theorems ist Ricardo, aber ein kontemporär, gegenwärtig lebender Ökonom hat das wieder ins Leben gerufen. Und er hat sehr schön aufgeschrieben, was für Annahmen eine Übertragung in die Realität erlauben würde. Zwei Perioden ist nicht wesentlich. Was wesentlich ist, dass die Lebenshorizonte für alle, die Entscheidungen treffen, gleich sind. Die Privatzinssätze müssen gleich den öffentlichen Zinssätzen sein. Es darf keine rationierte Menschen geben. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Bank sagt, hey, du kriegst keinen Kredit von mir. Oder ich kann nicht zum selben Zinssatz leihen und ausleihen. Und es gibt keine Steuern, die verzerren, die von meinen Aktivitäten abhängig sind. Das sind alle Dinge, die wir jetzt verstehen. Und wir können tatsächlich damit sehr gut lernen. Aber diese Benchmark, diesen Sonderfall ist nicht so abwegig. Es gibt tatsächlich die Beobachtung, dass in manchen Ländern die Zinssätze für private Anleihen niedriger liegen als für den Staat. Das würde heißen eigentlich, dass der Staat zu schlechteren Kreditbedingungen, obwohl er die Möglichkeit hat, Steuern zu erheben jederzeit, einfach durch die Schulden vielleicht, die existieren, davon abgehalten wird. Also Ricardo hat darüber geschrieben, wenn Sie die Folien bekommen, können Sie es mal lesen. Ricardo hat das sehr schön geschrieben, 1817 hat geschrieben, also wenn ich 1100 Pfund in einem Jahr kriege als Staat über Steuern, ist es gleich, als hätte der Staat 1000 jetzt, wenn der Zinssatz 10% ist. Und jeder Finanzminister müsste es eigentlich wissen und verstehen. Und wenn die Menschen das verstehen, müsste es auch sein, dass die Steuern auch die entweder gegenwärtig oder zukünftig erhoben werden, auch gleichgültig ist, solange der Staat und Privatmensch zu gleichen Bedingungen leihen. Und ich habe schon gezeigt, die leihen tatsächlich zu ähnlichen Zinssätzen in manchen Ländern. Und jetzt der letzte Fall, dann entlasse ich in die Freiheit. Ganz wichtig, was passiert, wenn dies nicht der Fall ist, wenn der Kreditzins für den Staat nicht gleich dem Zins ist für die Privaten? Wenn Crusoe und Staat zu verschiedenen, unterschiedlichen Kreditzinsenbedingungen tätigen. Das wird interessant. Und da das Ergebnis ist, durch Umformung kann man zeigen, dass was passiert, dieser letzte Term, also man hat im Prinzip immer noch das ricardianische Ergebnis, aber dann hat man eine Erweiterung, das ist dieser letzte Term, und besteht aus dem Kredit Aufnahme des Staates multipliziert mit einem Faktor, der daraus besteht, wie viel Zinsvorteil hat der Staat. Und solange R minus RG positiv ist, kann der Staat uns alle besser stellen, indem er selber Defizite jetzt macht und quasi in unserem Namen Kredite aufnimmt. Das ist die einzige Möglichkeit, aber ich habe gerade gezeigt, dass es auch Länder gibt, wo RG höher liegt als R. Das würde heißen, Kreditaufnahme des Staates würde uns schlechter stellen. Wir können es besser selber machen. Es würde die Budgetrestriktion zurückfahren. Insofern ist die ricardianische Äquivalenz mit Vorsicht zu genießen. Es gibt viele Gründe, weshalb wir vielleicht ein bisschen abschrecken wollen, bevor wir einfach mal predigen, dass es ist. Aber man kann trotzdem sehen, dass es Fälle gibt, wo die es nicht so abwegig ist. Wenigstens, wenn Länder sehr, sehr hoch verschuldet sind, wissen die Menschen, was passiert. Die wissen, dass irgendwann mal Steuern kommen, ansonsten ist der Staat pleite und dann ist alles nichts mehr wert, alle Staatsanleihen. Hier ist der andere Punkt, wenn eben diese Zinssätze normalerweise auseinanderweichen, kann der Staat tatsächlich durch Kreditaufnahme uns besser stellen auf Punkt A' bringen, sonst müssten wir auf der orangen Budgetgeraden liegen. Okay, es bleibt noch die Aggregation
ins Ausland hinein. Das machen wir nächste Woche, dann machen wir den Konsum. Sie sehen, dass die Makro tatsächlich mal interessant werden kann. Die Implikationen sind sehr weitreichend. Ich wünsche mit diesem Gedanken eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss.